Moin Leute, willkommen zurück zu einer weiteren Runde Pirate Bots vs. Scheiße. Moin Leute, willkommen zurück zu einer weiteren Runde Autonauts vs. Pirate Bots. Ja, beim letzten Mal haben wir eine KI entwickelt, die hier extrem viel selber von alleine macht. Ich weiß gerade gar nicht, ob wir einfach weitermachen wollen oder ob ich erstmal hier so ein bisschen aufräume, weißt du? Aber alle KIs ein bisschen aufräumen, dass sie ein bisschen mehr machen können. Ich glaube, das machen wir. Guck mal, der sortiert ja das hier ein. Stöcke einsammeln. Steine einsammeln. Gut, wir haben eine KI, die Steine herstellt. Okay, der kann das jetzt, glaube ich, gerade gar nicht. Nee, Steine sind leer. Frage mich gerade, was ist seine Intention hier? Gut. Guck mal, der hat noch 15 KB frei, ne? Der hat ja noch 15 KB frei. Der kann gerade nicht mehr arbeiten, weil, keine Ahnung, zurückholen. Nächster Fundort, Gesteinsvorkommen. Wenn Ende leer, nächster Fundort. Ich muss gerade mal überlegen. Macht das Sinn? Wenn Hände leer, nächster Fundort. Er kann ja, er muss ja jetzt theoretisch hacken, das macht er aber nicht. Er muss jetzt theoretisch hacken, das macht er aber nicht. Warum? 8-Bit stimmt. Ah, hier kann ich das einsetzen, dann kriegen die. Ah, okay. Mache ich jetzt auch mal nicht bei dem. Warte mal. Wir müssen überlegen. Das macht er jetzt nicht, weil. Also er muss ja gerade. Er hat doch gar keine Axt. Er hat aus irgendeinem Grund. Ah, ich glaube, das war mein Fehler. Er hat aus irgendeinem Grund. Das da. Kann ich ihn das. Halt, das war ich ja. Oder? Ne, warte mal. Er hat gerade gar nichts. Er muss jetzt hier hinspringen. Er soll sich jetzt. Genau, wenn Hände leer, das sind sie nämlich nicht. Soll jetzt eigentlich eine Spitzhacke holen. Das ist nämlich das Problem. Wenn Hände leer. Wiederhole endlos, bis es nicht klappt. Ja Leute, was haben wir denn jetzt hier? Hand ist ja nicht leer, also will er einfach den nächsten Gesteinsvorkommen bearbeiten. Wenn Hände, seine Hände sind nicht leer, also will er zum nächsten Gesteinsvorkommen. Gut. Wenn Hände nicht leer, kann ich nicht sagen, wenn er ein gewisses Item in der Hand hat. Pass auf, wir können ja sagen, zurückholen. Bewegen zu, Gegenstand verwenden. Ja, da macht er die Spitzhacke. Wir haben ja gerade keine Spitzhacke. Das ist ein Problem. Das ist nämlich passiert. Das ist nämlich passiert, weil das Lager voll war. Dann hat er hier oben noch einen Stein in der Hand gehabt, weil er das nicht reintun konnte. War fertig mit dem Algorithmus und jetzt, ja, stehen wir da, wo wir gerade stehen, ne? Aber das ist ja an sich okay. Ich müsste halt gucken, wenn. Er soll nur hacken. Genau. Nur wenn. Ich guck mal, ob ich das einbauen kann. Wenn. Fragezeichen voll. Wenn nicht voll. Nee, mach ich anders. Hm.
Ah, okay, so mache ich das nochmal. Wir machen noch eine Wiederholungsschleife hier ringsrum. Machen hier noch eine Wiederholungsschleife ringsrum. Los, ne? Bis Hände voll sind. Ich glaube, jetzt habe ich es zerstört, oder? Und dann sprechen wir kurz ab. Erinnerungen gehen verloren, ja, bitte. Hier kommt jetzt noch eine Schleife da rein. Okay. Die. Da ist da. Und das, er soll das so lange wiederholen, bis das voll ist. Stimmt das, bis das voll ist? Bis Stauraum voll ist, soll das wiederholen. Heißt aber jetzt, bis das voll ist, heißt aber jetzt natürlich, da er den Stein ja in der Hand hat, ist das ein Hindernis, ne? Ich würde mal ganz kurz sagen, einfach Gegenstand ablegen. Wenn wir hier nochmal alles ablegen, oder? Jetzt nicht einfach nur ablegen, also den gehaltenen Gegenstand umschalten, verstauen, gehaltenen Gegenstand, Verfolgung einstellen. Gibt's halt auch nicht. Und dann sage ich mal, alles ablegen. Machen wir kurz Play. Ja gut, der Stauraum ist aber nicht voll. Das ist scheiße, oder? Problem haben wir ja gerade nicht. Machen wir jetzt auch mal diesen hier. Zack, 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 zack und ablegen. Stopp. Jetzt entferne ich alles ablegen wieder. Doch, halt. Entferne ich das wieder. Und jetzt müssen wir eigentlich die KI fertig haben. Genau. Müssen wir jetzt mal beobachten, was passiert, wenn das voll läuft. Dann haben wir beim letzten Mal gelernt, das würde ich heute gerne machen. Wir haben beim letzten Mal ja gelernt, während man im Baumodus ist. Vielleicht sollten wir tendenziell alles ein bisschen anders hier gestalten. Alles ein bisschen anders aufbauen, weil wir haben ja gelernt, wenn man mehrere übereinander macht. Ach, guck mal, das geht sogar. Naja, cool. Cool, 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 cool. Dann lass das mal mit allem machen. Dann haben wir den Stauraum ohne Ende. Ging auch mit denen, ne? Ja, genau. 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 Wir machen das jetzt mit allen Lagern, die wir finden. Geil, Digga. Haben wir aber ein bisschen was zu tun. Da haben wir genug zu tun. Was muss denn rein? Bretter ohne Ende. Ja, moin. Aber, ganz ehrlich, haben wir aber auch. Wo ist denn unser Hero of the Year? Komm mal, Kleiner. Nimm dir. Nimm dir. In Bearbeitung. Achtung. Double 3 Paletten übereinander und zusätzlich. Aber ich will eigentlich. Ich komme jetzt nicht mal an die Paletten ran, deswegen, ne? Ist das jetzt euer Ernst? Nein? Einfach nur. Nach rechts drin. Okay, gut. Scheiße. Ja, okay, das ist jetzt ein bisschen blöd. Ich kann tatsächlich hier nichts rausnehmen. Wir brauchen einen Stamm. Das heißt, ich hol's mir jetzt erstmal von hier. Das war kein Problem, oder? Muss halt ein bisschen länger laufen. Haben wir halt eine YouTube-Folge mehr. Alle denken sich nur, nein, bitte nicht. Aber du musst ja auch nicht angucken, mein Freund. Sag's dir, wie es ist. Du bist frei, du hast einen freien Willen. Wir leben in einer Zeit, wo jeder frei entscheiden kann, auf was er Bock hat, ne? Auch wenn das heutzutage alles absolut gar keinen Sinn mehr macht, was ihr da draußen alles tut. Das ist halt echt verrückt, wie krass die Menschheit einfach geworden ist, weil es halt so viele Freiheiten gibt. Man kann so viele endlose Aktivitäten da draußen machen. Es gibt mittlerweile alles. Es gibt nichts, was es nicht mehr gibt. Ich finde das irgendwo schön. Ist auf jeden Fall befreiend.
Aber ich weiß nicht, ob man unbedingt alles heutzutage machen muss. Es gibt ja auch so viele Fetische, die man am liebsten gar nicht erwähnen möchte, weil einige sind schon echt krank. Aber es gibt alles heutzutage. So, ich hole mir jetzt mal noch einen Baumstamm. Den werde ich mal ein bisschen runtersägen. So, erstmal hier zwei Holzbretter machen und dann noch ein bisschen kleiner machen. Wir müssen ja auch gleich schon die zweite Etage machen, weil wir kommen ja anscheinend nicht ran. Ich finde es übrigens auch ganz gut, der YouTuber Tomatolix, der macht ja Selbstexperimente, die halt nicht jeder machen würde. Oh nein. Und er probiert auch manchmal Dinge, die halt auch ein bisschen fragwürdig sind. Und da finde ich gut, dass sich da jemand damit auseinandersetzt und das Ganze auch mal zeigt. Ja, moin. Also wir sind gerade komplett out of alles, ne? Wir haben gar keine Storage Capacity mehr. Beziehungsweise habe ich aber auch ein bisschen das Gefühl, dass... Ich weiß nicht, was er macht. Wir ignorieren ihn einfach mal. So, na gut. Halt, das muss da nicht hin, das soll da hin. Bitte, bitte mach es da rein. Bitte, bitte zerleg es. Mach es richtig klein. Sag mal, was du kannst. Du bist so fein. Okay, haben wir. So, damit haben wir schon mal unsere Holzbretter, die wir benötigen. Nicht wundern, eins zerlege ich. Ja, wir brauchen nur ein. Ne, wir brauchen zwei Pfähle. Wahrscheinlich hier noch Holzbrett, das würde ich mir jetzt einfach noch gönnen. Das ist die absolute Gönnung. Ist zum Glück ein ganz kurzer Weg bis dahin. Ne? Da müssen wir nicht allzu lange warten. Okay, Brettlager haben wir dann fertig umgebaut soweit. Da muss man ja halt auch machen, ne, zwischendurch. Was so ein bisschen Lageroptimierung gehört halt zum Spiel dazu. Jetzt haben wir 16-Bit Storage-Erweiterung. Da kriegt man eigentlich schon wieder ein bisschen Bock auf Minecraft. Alter, der hämmer da oben. Der hämmer da oben auf dem Dachboden einfach. So, Storage ist ja nicht mehr leer. Rein der Theorie müsste er aber wieder jetzt loslegen. Ich weiß nicht, was seine Intention gerade ist. Aber guck mal, hier die Holzplanke ist rot. Warum ist sie rot? Seht ihr das? Warum ist sie rot? Die Wege zum Baum. An dem Baum nicht nehmen. Warum? Wissen wir nicht, ne? Ja. Ein Stein in der Hand. Wo kommt dein Stein her? Digga! Warum hat der Knut einen Stein in der Hand? Wissen wir das? Okay, ist mir tatsächlich ein absolutes Rätsel. Ja, pass auf, dann müssen wir hier dasselbe machen. Dann mal alles ablegen. Und go. Das ist mein Inventar. Hat nichts, der nimmt einfach nur den. Bis Pfahl voll ist. Warte mal, Pfahllager? Das sind die Pfähle. Bin ich aber verwirrt. Hier macht er doch, der hat doch gar nichts. Festlegen Pfahl. Pfahle machen wir aber hier. Kann das sein, dass nach dem Laden mein Save-Game-Stand irgendwie so ein bisschen im Ass ist?
Auch nur so ein bisschen. Muss er nicht dahin? Stauraumbrett. Brett nehmen. Er geht zu Stauraumbrett. Er geht eigentlich dahin, nicht dahin. Hä? Okay, ich bin tatsächlich ratlos ein bisschen. Er steuert absolut die falschen zwei an, Leute. Ich weiß nicht, was das ist. Er macht die Stämme. Bewege zu Stauraum dann 7. Ablegen. Pass mal auf, wir bauen das jetzt mal fertig. Vielleicht sind die einfach auch gerade nur verbuggt, weil das hier halt nicht funktioniert gerade. Aber die Kuh haben wir doch gewechselt. So. Ich mach das jetzt mal eben fertig. Weil. Drei. Weil gerade geht ja gar nichts mehr, weil wir hier am Bauen sind. Ich habe die Befürchtung, dass das wirklich die kompletten KIs zerstört. Richtig bumst, dass es halt nicht mehr funktioniert. So. Müssen wir jetzt erstmal dafür sorgen, dass die Lager dann doch fertig werden. So, und noch einen Stamm, den wir uns ja nicht hier rausziehen können, weil während es in Bau ist, kannst du die Baumstämme nicht benutzen. Ist mir noch ein Rätsel, warum? Stehe ich nicht. Aber gut, werden erstmal geblockt, gesperrt für den Vorgang. Aber egal, wir haben es fertig. So, guck mal, jetzt legen die los. Der haut jetzt da rein. Ach, ich bin dumm. Unsere KI macht doch beides. Ich habe vergessen, Leute. Unsere KI macht beides. Ja. Aber ihr wisst, ne? Ihr wisst. Da fehlt noch eine Etage. Da tut mir jetzt auch leid. Aber da fehlt einfach noch eine Etage. Und das wäre jetzt spannend gewesen. Er hat den Baumstamm in der Hand und muss das hier droppen. Das wäre cool gewesen, hätte er ihn jetzt oben einfach als Baumaterial gedroppt. Da hätten wir wenigstens auch gewusst, dass das soweit funktioniert. Aber sieht jetzt gar nicht danach aus. Denn natürlich, wenn man vergisst, was seine eigene KI alles macht, dann selber schuld. Oh Leute, verzeiht's mir. Es ist früh am Morgen. Ich bin gerade erst wach gekommen. Ich muss erstmal reinkommen in den Scheiß, den ich hier fabriziert habe beim letzten Mal. Und nachdem das alles realisiert ist, dann kann es erstmal richtig losgehen. Beziehungsweise ist dann auch schon wieder die Aufnahmesession vorbei, weil ich dann arbeiten muss. Ey. Okay, geil. Wir haben jetzt 100er Lager. Das ist geil. Es wird halt nicht einfach nur verdreifacht. Es wird exponentiell einfach mehr. Das ist cool. Das ist eine echt schicke Sache. So nehme ich hier auch die Baumstämme rausklauen. Läuft unsere ganze Production wieder einfach.